Der Junge sitzt in seinem halb zerstörten Zimmer. Am Himmel fliegt das Kriegsflugzeug. Er schaut durch die Wohnung. Er weiß nicht, ob er traurig ist oder lachen soll. Der Staub ist auf allen Möbeln. Das Flugzeug, das den Tod mitbringt, wurde in Russland hergestellt, wird von einem syrischen Pilot geflogen und wirft eine Bombe, die möglicherweise in Europa produziert wurde. Hast du versucht, ein Gedicht zu schreiben, während du mit dem Tod kämpfst? Eine Bombe fällt und eine Gasse wird zerstört. Die Menschen in der Nähe laufen zusammen, um den Menschen unter den Ruinen zu helfen. Der Junge fand ein Kind, das noch lebte. Ein Moment, den er nie vergessen wird. Neben ihm stand ein Mann, der sein Kind nicht retten konnte. Dieser Mann suchte trotzdem weiter und weiter nach anderen Menschen, die er vielleicht retten könnte. Am nächsten Tag, beim Begräbnis seines Kindes, sagte er: Bukra ahla. Morgen ist schöner. Der Junge konnte nicht verstehen, was dieser Mann meinte. Er zweifelte an allem in dieser Welt. Wie kann man so etwas sagen? Das Kind war tot, du hast gerade deinen Sohn verloren und du sagst, morgen ist schöner. An welchen Morgen glaubst du? Dachte der Junge. Dieser Junge war nicht irgendjemand. Dieser Junge war ich. Vor 8 Jahren in Syrien. Mein Name ist Omar Khairul Anam. Ich bin 28 Jahre alt und komme aus dem Bauch einer Frau. Aber ich bin in Syrien, in Damaskus geboren. Früher dachte ich nie, dass ich einmal schreiben würde. Und einmal fragte mich ein Lehrer, ob ich ihn zu einer Lesung begleiten würde. Ich habe gleich ja gesagt, nicht weil ich Interesse an die Lesung hatte, sondern ich dachte, ich bekomme bessere Noten, wenn ich mit dem Lehrer befreundet bin. Und das war der Plan. Bei der Lesung hat ein Mann ein Liebesgedicht vorgetragen und hat von einem Kuss erzählt. Am nächsten Tag, im englischen Unterricht, nahm ich den Bleistift und schrieb das erste Gedicht in meinem Heft. Irgendwann merkte ich den Lehrer neben mir. Er fragte mich, was ich mache. Ich hatte Angst und wollte das verstecken. Er nahm das Heft, las den Text, schaute mich an und lachte. Bist du ein Poet geworden? Die Mitschüler lachten auch mit, ohne zu wissen, warum. Damals schrieb ich ein Gedicht über eine Frau, in die ich verliebt war und die mich verlassen hat. Deshalb fing ich an zu weinen, obwohl ich damals gar keine Frau hatte. Es war Fantasie und ich wollte sehr gerne schreiben, aber worüber? 2011. Ich stand in Damaskus auf der Straße und schrie das erste Mal in meinem Leben. Hurriye, hurriye, silmiye, silmiye. Frieden, Frieden. Freiheit, Freiheit. Ich hörte es und ich sah, wie die Menschen erschossen wurden. Das bewegte unglaublich, weil die Menschen weiter für den Frieden gesungen und getanzt haben, obwohl sie genau wussten, dass sie jederzeit erschossen werden könnten. Ich zitterte. Ich lief nach Hause und schrieb das Gedicht. Ist das eine Heimat? Ich schrieb, obwohl ich genau wusste, dass ich nicht darf, dass ich die Texte verstecken muss. Trotzdem habe ich weitergeschrieben und da dachte ich nicht mehr, ich möchte schreiben, sondern ich musste es. Ich musste das, was in mir war, aufs Papier bringen. Weil mir klar wurde, dass das Schreiben für mich eine Heimat geworden ist. Weil ich zur Armee gehen musste und nicht Teil an Gewalt nehmen wollte, musste ich meine Heimat und alles, was mir vertraut war, verlassen. Mein Studium, meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde, alles. Und ich machte mich auf den Weg der Flucht, den Weg ins Ungewisse. Ich bin nicht vor dem Krieg geflohen, sondern vor der Gewalt, weil die Gewalt, die du heute ausübst, verdunkelt dein Morgen. Morgen ist schöner. Ich stieg in das Auto und verließ Syrien, die Heimat, Richtung Libanon.
Im Libanon wurde ich von der Familie eines Freundes aufgenommen. Es waren viele Personen auf einem engen Raum. Ich bekam den Balkon. Er war 2 Quadratmeter groß, geschlossen mit Glas. Alles war eng, alles erdrückte mich. Auf der Straße wurde ich gemieden und in der Arbeit wurde ich systematisch erniedrigt. Ich hatte gar keine Rechte und wurde nicht als Mensch gesehen. Das verletzte mich unglaublich, denn was habe ich nun getan? Und einmal am Abend auf dem Balkon sah ich eine Nachbarin, während sie Wäsche aufgehängt hat, und ich war in sie verliebt. Ich schrieb für sie ein Gedicht. Das Gedicht habe ich aber den Wänden vorgetragen. Denn ich habe sie nie getroffen. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich wollte nur mir beweisen, dass ich noch lebe, indem ich noch fähig bin, mich zu verlieben. Bukra, ahla. Morgen ist schöner. Ein paar Monate danach, suchend nach neuem Anfang, flog ich nach Istanbul. Ich wollte einen Platz finden, in dem ich in Frieden, Freiheit und Würde leben kann. Was mir geboten war? 14, 15, 16 Stunden täglich ohne Feiertage zu arbeiten. Am Anfang arbeitete ich in einer Schuhfabrik. Ich habe ein Foto von damals, ich schaue ziemlich anders aus. Eigentlich ganz anders aus. Danach arbeitete ich in einem Restaurant. Der Chef erklärte mir meine Aufgabe: Boden, Tische und Sessel zu putzen. Danach musste ich die Toilette putzen. Im Spiegel der Toilette sah ich in mein Spiegelbild und sprach zu mir selbst: Du hast nach neuem Anfang gesucht. Und schau, wo du bist. Du putzt Toiletten. In diesem Moment erkannte ich, was ich gerade hatte. Ich musste etwas Schönes daraus machen. Am nächsten Tag kam ich lächelnd in die Arbeit. Ich putzte die Tische, den Sessel, den Boden und dann die Toilette und den Spiegel. Danach machte ich mir ein Glas Tee und hörte ein paar Lieder, die man in Damaskus in der Früh hört. علموني إني علموني على حبك فتحوا لعيوني. Ich genoss den Morgen und es war unglaublich schön. بكرة أحلى. Morgen ist schöner. Ich musste Istanbul verlassen. Denn ich wurde nur als eine billige Arbeitskraft gesehen, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Ein paar Monate danach, irgendwo in Belgrad auf dem Weg nach Europa. Wir waren 5 Personen und mussten mit... Wir waren 5 Personen und mussten mit einem Schlepper mit dem Auto fahren. Einer war zu viel und musste in den Kofferraum, damit die Reise weitergehen kann. Dieser einer war ich. Es war eine unglaubliche Aufregung. Ich lag im Kofferraum. Die Angst, die Enge, die Dunkelheit, und jemand hat angefangen zu rauchen und ich habe keine Luft mehr gekriegt. In diesem Moment nahm ich mein Handy und schrieb ein Gedicht. Bukra, ahla. Morgen ist schöner. Und dann kam ich nach Österreich und ich habe schnell gelernt. Ich war der Flüchtling. Kennst du mich nicht? Ich bin Flüchtling. Ich bin sehr berühmt. Liest du Zeitungen? Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling ist in ein Geschäft eingebrochen. Ein Flüchtling. Ich bin der, den jeder Politiker kennt. Jeder Politiker kennt meinen Namen. Hast du noch nie einen Politiker sprechen hören? Ich bin in seiner Rede. Die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. Spaltung, Einheimische, Fremde, Angst, Streit, Hetze, Hass. Ich will die Sprache lernen, dachte ich, denn ich habe eine Geschichte und ich will diese Geschichte weiter erzählen. Und um diese Geschichte weiter zu erzählen, brauche ich die Sprache. Weil die Sprache ist der Schlüssel zu den Herzen. Damals wohnte ich
in einem Flüchtlingsheim mit 8 anderen Personen. Wir waren 9 Personen, die ganz unterschiedlich waren, aber doch, wir hatten eine Gemeinsamkeit. Wir hatten nichts zu tun. Denn in dieser Wartezeit, in der Asylwerber auf ihren Asylbescheid warten, dürfen sie nicht arbeiten. Deshalb waren wir lange auf am Abend und wir schliefen am Tag lange. Wir verfolgten die Nachrichten des Krieges in Syrien. Angst, Sorge, negative Stimmung, Ausgeschlossenheit und Trauer. Spaltung, Streit, Gewalt. Und da dachte ich, ich muss das ganz umgekehrt machen. Ich ging früh ins Bett, stand ganz in der Früh auf, machte mir ein Glas Tee und hörte ein paar Lieder, die ich in Istanbul morgens hörte und die man in Damaskus hört. Danach saß ich in meinem Stockbett und lernte Deutsch durch einen YouTube-Kanal. 4, 5, 6, 7 Stunden täglich habe ich Deutsch gelernt. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass was ich am Tag lerne, vergesse ich am Abend. Weil ich die Sprache und die Worte, die ich gerade lerne, nicht verwende. Weil ich außerhalb der Stadt wohnte und nicht immer die Möglichkeit hatte, mit dem Bus zu fahren, sparte ich ein bisschen Geld und ging zu einem Fahrradgeschäft mit 2 anderen Mitbewohnern. Kurz bevor wir hingegangen sind, haben wir ein paar wichtige Worte gelernt und das wichtigste Wort war verhandeln. Dort, wo ich aufgewachsen bin, tut man verhandeln, auch wenn das um ein Kilo Tomate geht. Also wenn der Verkäufer sagt, Kilo Tomate kostet 3 Euro, dann muss ich als Syrer sagen, geht das nicht für 2 Euro? Im Geschäft haben wir 2 Fahrräder ausgesucht und der Mann wollte 150 Euro verlangen. Und dann war eine komische Situation, weil der Mann war im Schock, weil wir verhandeln wollten. Wir waren im Schock, weil er nicht verhandeln wollte. Zum Schluss haben wir das Rad für 85 Euro bekommen und da dachte ich, der Mann hat sich so schnell integriert. Ich fuhr eine Stunde mit dem Rad in die Stadt und dort war ich total der Fremde und dort stand ich oft an den Ampeln. Die Ampel war rot, ich stand auf einer Seite, auf der anderen Seite sind Leute gestanden und da konnte ich die Leute auf der anderen Seite besonders gut beobachten. Wer schaute nett sympathisch aus, da bin ich hingegangen und ich habe die Person angesprochen. Ich habe nach irgendwas gefragt, was ich nicht brauchte. Nach einem Feuerzeug, obwohl ich einen in der Tasche hatte. Oder nach einer Adresse, obwohl ich nie hin wollte. Ich ging auch zu einem Chor, obwohl meine Stimme nicht für schön singen geeignet ist. Und das weiß ich. Ich hoffte dort aber Menschen kennenzulernen. Ich erzählte den Menschen, dass ich eher auf Arabisch schreibe und ich will aber auf Deutsch schreiben. Sie fragten mich dann, wie es lange dauern würde und ich sagte immer, ja, vielleicht 6 oder 7 Jahre. 2 Jahre aber später kam der Moment. Und ich las in einer Zeitschrift, dass es einen Workshop für Bodrislam gibt. Dabei konnte ich nicht viel verstehen. Also das Einzige, was ich verstehen konnte, ja, das klingt nach Deutsch lernen, nachdem man, wie man einen Text auf Deutsch aufbauen könnte. Dann bin ich hingegangen, ich habe mitgemacht und ich habe gewonnen. Applaus 2017 wurde ich für den österreichischen Bodrislam-Meisterschaften nominiert und ich erreichte den 3. Platz. Und da war ich im Fernsehen und in der Zeitung. Im März 2018 erschien mein Buch Danke, wie Österreich meine Heimat wurde. Einen Monat danach las ich in der Zeitung, dass mein Buch auf dem 2. Platz der Bestseller ist. Seitdem bin ich viel unterwegs, bei Lesungen, viel in Schulen, arbeite viel mit Jugendlichen, zu dem Thema, miteinander, zusammenleben, morgen ist schöner, Wille und was man mit der eigenen Wille erreichen kann, sowie auch Schreibwerkstätte und Bodrislam-Workshops. Damals, als ich nach Österreich kam, habe ich viele Menschen angesprochen, die ich nicht kannte. Heutzutage passiert es umgekehrt. Ich werde von Menschen angesprochen. Ich hab an mich selbst geglaubt, als niemand an mich geglaubt hat. Was hat mich bewegt, nicht aufzugeben? Gedichte zu schreiben.
Ich habe immer versucht, das Schöne zu sehen und zu erleben. Denn die Schönheit, die Zufriedenheit ist im Inneren. Wenn du sie hier findest, findest du sie überall, und wenn sie dir hier fällt, findest du sie nirgendwo. Michael Kohlmeier, ein österreichischer Schriftsteller, sagte: Zum großen Bösen kamen die Menschen nie mit einem Schritt, nie, sondern mit vielen kleinen. Wie dringend brauchen wir heute die kleinen guten Schritte, damit morgen schöner wird. Denn morgen ist schöner, ist keine Hoffnung, auch, aber nicht nur. Es ist ein Tun. Denn wie wir heute miteinander umgehen, zueinander sind, miteinander sprechen, entscheidet, wie morgen sein wird. Wenn wir heute Frieden sehen, ernten wir ihn morgen. Wenn wir aber heute Hass sehen, ernten wir... Niemand weiß, was der Hass erzeugen kann. Frieden, Frieden. Freiheit, Freiheit. Die Suche nach dem Frieden hat mir die Hoffnung gegeben, um dran zu glauben, dass morgen schöner ist. Jetzt weiß ich, was der Mann damals beim Begräbnis in Damaskus gemeint hat. Bukra, Ahla. Morgen ist schön. Danke sehr.